Wie erkenne ich in meinem eigenen Unternehmen, ob man Bedarf für 3D-Druck hat oder ob man 3D-Druck einsetzen sollte, ob man davon einen Nutzen ziehen kann? Und dabei gibt es einen ganz einfachen Weg dafür, und den möchte ich Ihnen mal ganz kurz mitgeben. Was man vielleicht ganz oft gesehen hat, und das gehe ich davon aus, dass Sie dieses Video jetzt auch angucken, weil Sie 3D-Druck natürlich auch interessiert. Sie haben sich wahrscheinlich schon mal damit beschäftigt, was kann man denn alles drucken? Was ist möglich? Welche Hersteller gibt es? Welche Software gibt es? Welche Materialien gibt es? Was gibt es an Zubehör? Und dort haben Sie bestimmt schon viel gesehen, in der Hinsicht, dass man Bauteile mal in der Hand gehabt hat, als Beispiel, oder dass man sich mal hat was drucken lassen, oder ein Dienstleister ist bei Ihnen vorbeigekommen und hat sich das mal angeguckt. Das ist so die Möglichkeit, die man hat. Und dann schaut man immer, gut, das ist zwar toll, das funktioniert alles mit dem Thema 3D-Druck, aber da fehlt noch was. Da gibt es noch etwas, wo man sagt, ich kann noch nicht starten, ich komme noch nicht voran. Und es ist ganz oft so, dass die Ist-Situation noch gar nicht richtig analysiert worden ist. Dass man weiß, warum sollte ich denn dieses Material nehmen, jene Technologie nutzen, welche Software nutze ich, etc. Es ist also immer ein Spiel aus, welche Wunschsituation ist möglich und wie ist meine Ist-Situation? Wie ist es aktuell und wie könnte es sein? Und das, was dazwischen ist, das nennt man Bedarf. Zum Teil auch vom eigenen Unternehmen her gesehen. Das heißt, wenn Ihnen dann bekannt ist, und das, ich habe Ihnen ja hier hinten mal kurz was eingeblendet, da gehe ich nachher in einem anderen Video drauf ein, aber wenn Ihnen bekannt ist, dass Prototypen ein Thema ist, Hilfsmittel oder Endprodukte, dann haben Sie Ihre Ist-Situation schon mal ein bisschen im Griff. Und wenn man dabei noch ein bisschen tiefer geht, die richtigen Anwendungen findet, weiß, warum diese Anwendungen gedruckt werden sollten, weil man weiß, welches Problem dahinter steckt oder auch welche Herausforderung sich dabei noch birgt, dann kann man auch diese Brücke schlagen zu diesem, was ist möglich, was macht man. Oft gehen die Leute auf die Messe, schauen sich Sachen an und sagen dann, wenn wir was haben, dann melden wir uns. Da kommt aber nie was. Und man denkt sich, gut, ich habe mich da auch nicht mehr gemeldet, obwohl das Thema so interessant ist. Lenken Sie den Blick weniger auf das, was möglich ist, sondern das, was nötig ist bei Ihnen im Unternehmen. Und um das herauszufinden, da gibt es viele Punkte, wo es vielleicht hakt, wo Sie sich nicht ganz sicher sind, wo Sie vielleicht nicht die richtige Brille für 3D-Druck aufhaben. Und dabei können wir Ihnen helfen, wenn Sie wollen, dass wir Ihnen helfen. Und dein erster Schritt dazu, um an Anwendungen zu kommen, um die Ist-Situation richtig gut analysieren zu lassen, dafür haben wir ein kostenfreies Erstgespräch und dabei unterstützen wir Sie, uns mal kennenzulernen, gucken, wie wir arbeiten und schauen, was sind Ihre nächsten Schritte. Und dabei geben wir Ihnen einen Plan mit, den können Sie versuchen, selbst umzusetzen oder wir machen das dann richtig erfolgreich gemeinsam. Also tragen Sie sich einfach für ein kostenfreies Erstgespräch bei uns ein. Und dann treffen wir uns in dem Erstgespräch. Bis dann.